Unsere Geschichte fängt dort an, wo die Märchen immer aufhören, bei der Hochzeit. Und hier heiratet auch nicht der Prinz die schöne Prinzessin, sondern zwei Menschen von heute haben sich entschlossen, ihren Lebensweg gemeinsam zu gehen. Ein bedeutungsvoller Tag. Nicht nur für das junge Paar und die Angehörigen, sondern für das ganze Dorf. Denn jetzt gibt es einen neuen Bauern und eine neue Bäuerin im Ort. Die jungen Leute sagen, die haben es geschafft. Und die Alten denken, wenn das nur gut geht. Wer recht hat, wird sich mit der Zeit erweisen. Die Jahre vergehen. Aus dem Paar ist eine Familie geworden. Eine glückliche Familie. Und was wurde aus der strahlenden Braut? Nun, wir sind ja nicht im Märchen. Schauen wir uns einmal die Wirklichkeit an. Herr Förster, schon so früh. Grüß dich, Leitner. Ich könnte heute noch jemanden brauchen zur Holzarbeit. Grüß Gott, Leitnerin. Ich komme euch den Mann wegholen. Die andere Woche wäre mir lieber, die Frau ist gerade bei der Wäsche. Es ist ja bloß für zwei Tage. Ihr hält's mir aus der Verlegenheit, Leitner. Wirst denn allein fertig werden? Ich bin ja noch immer fertig geworden mit der Arbeit. All die Jahre. Man ist halt froh heutzutage um jedes Geld. Wie viel Kühe füttert ihr jetzt, Leitner? Vier. Mehr tropft der Grund nicht. 7 Hektar. Hm. Dabei war das Futter heuer nicht schlecht. Schwer auszukommen mit so wenig Land. Es muss einer seine Sache verstehen und die Frau muss tüchtig sein. Mhm. Deine Sachen, Hans. Dankeschön. Ne? Mach's gut, Rosa, bis auf Nacht. Gut. Grüß Gott, Leitnerin. Gott. Die ist hier. So, die ist meiner. Gut, Bürgermeister. Grüß Gott, Leitner. Da sitzt die Herr Leitner. Schau dir das Bichl einmal an, ob das was taugt für unser Dorf. Jetzt habe ich erst einmal Hunger. Bring mir was zu essen, Resi. Hast du wohl daheim nichts gekriegt, Leitner? Gott beieinander.
Ja, aber ohne Spaß. Jetzt will zum Haus der Bayerin noch mal der Huber was sagen. Das ist alles schon recht. Mit der ganzen Elektrizität und den neumodischen Maschinen. Aber wer kann das zahlen? Der Huberbauer hat schon recht. Der Einzelne kann sich diese Maschinen nicht leisten. Wenn sie aber von 60 Haushaltungen eures Dorfes benutzt werden, verringern sich die Kosten, sodass sich die Benutzung auch der einzelne Bauer leisten kann. Das leuchtet mir ein. Ich glaube zum Beispiel, dass weniger Brennmaterial verbraucht wird, wenn 8 oder 10 in einem Tag im Haus der Bäuerin waschen, als die 10 jetzt daheim verbrauchen. Ja. Und vor allen Dingen braucht sich dann die Frau nicht mehr so zu plagen. Ja. Hast du die Wäsche nicht mitgebracht? Hier wird sie am Abend eingeweicht. Oh, hast du dich erschreckt? Die weiße Wäsche kommt am anderen Morgen zu mir herein. Ich wasche für dich mit elektrischem Strom. Und zu mir kommt das bunte Zeug hinein, damit es dir die weiße Wäsche nicht verfärbt. Und ich nehme dir das Ausbringen ab. Siehst du? Schon fertig. Und hier wird getrocknet. 1, 2, 3. Es geht so rasch wie Zauberei. Mit Heißluft. Und das Bügeln? Zaubert ihr das auch? Freilich. Schau nur mal her. Ja, wirklich Zauberei. Aha. Stopf mich mit Fleisch, stopf mich mit Fleisch, stopf mich mit Fleisch, stopf mich mit Fleisch. Ich will in den Rauch, ich will in den Rauch, ich will in den Rauch. Erst zum Vögeln. Was mit dir? Nein, nein, ich will. Schauen Sie mal zu mir. Ich bin ein Autoklav. 100 Dosen auf einmal. Hier kannst du nicht nur Fleisch verarbeiten, sondern auch Gemüse. Frisches Obst und Gemüse? Mitten im Winter? Frisch.
durch Rost. Das ist ja herrlich, aber kalt. Geh doch in die Backstube, da kannst du dich wieder aufwärmen. Du brauchst nicht mehr so schwer den Teig zu kneten. Es geht ganz von selbst. Wir sind schon fertig. Möchtest du ein Bad nehmen? Oder genügt dir eine heiße Dusche? Feierabend ein Buch ausleihen? Bitte tritt näher. Hier ist noch ein ganzer Schrank voll. Bitte, nimm Platz. Hier kannst du Handarbeiten machen oder dich mit deinen Nachbarinnen unterhalten. Es gibt auch manches Interessante hier zu sehen. Oder zu verhandeln. Oder ein Fest zu feiern. Ja, das ist alles wunderbar. Nur, wo lasse ich denn die Kinder? Hey, Feierin! Komm dir her. Hier bleiben Sresele und Spübele gerade wieder heim im Stübele. Ja, wirklich. Hier sind sie aufgehoben wie zu Hause. Ah, wie zu Hause. Wie zu Hause. Kasperle! Hans! Ja, Rosa? Da habe ich jetzt einen lustigen Traum gehabt. Ich war in einem Haus, da ist alles wie von selbst gegangen. Waschmaschinen gab es da und einen großen Kühlschrank und alles war elektrisch. Verstehst du das? Sah dein Haus vielleicht so aus? Ja. Das hat uns eben die Beraterin vom Landwirtschaftsamt erzählt. Stell dir vor, Rosa, so ein Haus der Bäuerin gibt es schon in vielen Gemeinden in Westdeutschland. Mit Wäschereien. Komisch, genau so habe ich es geträumt. Und Kurse werden abgehalten. Wirtschaftsräume gibt's. Du musst das Kraut und die Nudeln dann auch nicht mehr zu Hause schneiden, Rosa. Das geht dort alles viel schneller. Und in manchen Häusern haben sie sogar Großmostereien eingerichtet. Die können die Bauern aus der ganzen Umgebung benutzen. 15 bis 17 Zentner Obst werden da in einer Stunde verarbeitet. Und Schinken kann man räuchern. Ja, die Räucherschränke stehen dem ganzen Dorf zur Verfügung. Ach, was nützt es? Bei uns bleibt doch alles beim Alten. Eben nicht, Rosa. Wenn wir in der Gemeinde alle wollen, bekommen wir auch so ein Haus der Bäuerin, sagt der Bürgermeister. Du, Hans, wär das schön. Ja, dann brauchtest du nicht mehr so schwer zu arbeiten. Und du brauchst es nicht mehr so...